Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der kleinen Tier-Challenge. So, die Bronzekrieger haben wir letztes Mal besiegt. Zu viele sind wir weggekommen, deswegen haben wir gleich, sind wir gleich hinterher. Und dann haben wir sogar die zweite Armee, die hier daneben steht. Und da steht noch eine dritte hier hinten. Die kam dann oder kommt jetzt auch zu Hilfe. Und das ist mega gut. Weil dann können wir beide zerschlagen. Wir müssen schauen, dass wir das aber besser hinbekommen. Also der letzte Kampf, da sind die zu schnell geflohen. Die sind einfach viel zu schnell geflohen. Deswegen konnte ich da nicht wirklich was machen. Okay. Ich werde hier... Also an sich müssten rein theoretisch die Feinde von hier unten kommen. Also wenn es realistisch ist. Das wäre mir sehr lieb. Sehr recht. Okay. Also. Ich werde jetzt mit den Segelstreitwagen versuchen, die alle zu vernichten. Weil sicher die zwei sollten eigentlich reichen für die paar Hanseln da. So, dann AG mal. Die gehen hier hin und die da gehen hier hin. Okay. So, bin mal gespannt, ob der wirklich von da kommt. Wäre mir sehr lieb, ehrlich gesagt. Ja. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, einfach durchfahren. Der versucht jetzt aber auch sehr schnell herzukommen. Ja, dann mache ich es nicht. Dann mache ich es nicht. Weil die Kavallerie ist sehr gut gegen solche Streitwagen. Also Kavallerie ist die Achillesferse von denen und natürlich Fernkämpfer. Es ist aber immer... Okay, beeilt euch mal ein bisschen. Wobei, jetzt gehe ich durch. Wieder kümmern sich dann um den General. Genau, die fliegen einfach durch. Wir versuchen es. Gerade wieder ein bisschen durcheinander. Der feindliche General ist tot. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das ist schlecht. Der wurde festgehalten von der feindlichen Kavallerie. Okay.
Ja, zurück, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, komplett zurück hier. Elefanten bitte antreten. Du bitte weiter. Und hier vielleicht. Bei Elefanten rein da ins Gemetzel. Auch hier. So. Und so. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. So. Der kümmert sich hier rum, der kümmert sich hier rum. Loyalität hier. Bam. Einfach weiterfahren. Doppelte Geschwindigkeit. Gut. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Fortfahren bitte. Nicht schießen, nicht schießen. Nicht schießen. So lautet mein Befehl. Okay. Sollte ich eigentlich alles erwischen. Das war auch sehr, sehr einfach. 121 habe ich verloren. Ja, den da habe ich gefangen lassen haben. So. Hier sind alle tot. Sehr schön. Das war nicht so gut. Da habe ich nicht aufgepasst. Das ging dann zu schnell. Das ist halt auch der. Ich habe beide komplett zerstört. Sehr gut. Sehr gut. 1500 nur? Naja, okay. Gut. So. Warte, was passiert, wenn ich Gewaltmarsch mache? Dann komme ich hier hin. Dann gehe ich hier rein. Und gehe hier rein. So. Okay, gut. Ja, hier oben, das wird jetzt noch sehr, 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 sehr schlimm. Wegen diesen Futzel. Wobei, wir haben ja jetzt wieder Kohle, ne? Minus öffentliche Ordnung, Steuersatz. Minus Unterhalt für... das ist gut. Ja, okay. Ich habe ziemlich gute Einheiten hier. Zwei Elefantosen. Das war's. Ja, aber zwei Elefanten in der Stadt, beziehungsweise ein Elefant jetzt noch in der Stadt, ist sehr viel wert. Extrem viel wert. Okay. Krieg erklärt, Karthago Avena. Etruskische Liga wurde schon wieder vernichtet. Aufgebrachte Bevölkerung, besorgte Bevölkerung. Ja, ist halt hier, ne? Also minus 10, nächste Runde gibt es hier auch eine Rebellion. Eieieiei.
Und er wieder eine Full-Stack-Armee. Ich glaube, ich spinne. Ja, natürlich ist das. Ja. Wieso sollte es auch realistisch sein? Ich meine, unten in Jerusalem kam eine Sklavenarmee auch auf und die baut sich jetzt langsam auf. Ist ja auch eigentlich klar, ne? Ja, das habe ich vergessen. Ist ja auch eigentlich klar. Aber naja. Hat es dann von 0 auf 100 so eine fette Sklavenarmee hochkommt? Das finde ich kacke. Ja, was? Befehl verstanden, zu Befehl. Befehle? Wie ihr wünscht. Eure Befehle, mein Herr. Nun, dann schauen wir mal, was wir bei denen, was da der General alles machen kann. Kräfte zahlenmäßig dem Feind unterlegen, oh, naja. Bisschen ja. So, mal schauen, ob er wieder ganz lieb die Pikiniere angreift. Sieht ganz gut aus. So, hier hin, bitte. Ja, sehr schön. Ah, das, ja, sehr gut machst du das. Sehr schön. Gut. Wer greift den falschen an? Ja, der geht sogar außen hin. Oder? Wie weit gehen die denn rein? Junge. Männer, was? Unser General wird angegriffen. Alter, nein, oder? Scheiße. Der hat Kamelbogenschützen. Nein, und der kann von da unten. Ja, die. Okay. Wie weit kann der denn schießen? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach, komm, ich gehe jetzt rein. Shit on. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Der Elefant tanzt hier hinten rum. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Unser General ist gefallen. Ah. Ja, doch, aber wenigstens noch 500 habe ich mitgenommen. Ja. Naja, aber dafür hat er jetzt ein echtes Problem, beziehungsweise jetzt kann ich ihn komplett rausschmeißen, das ist gut. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass er das jetzt gemacht hat. Weil jetzt kann ich mit der Armee, kann ich Saba komplett rausschmeißen. Das ist gut. Oh! Der greift den Ding an. Sehr schön. Das ist gut. Das ist gut. Okay, er greift mich an. Eine Pikeneinheit. Ding. Der hat einige Fernkämpfe, aber das können wir schaffen. Also, ja, eigentlich sein General. Und die Fernkämpfer. Das sind eigentlich die gefährlichen, aber sonst. Ah, sogar hier. Oh, wunderbar. So. Entschuldigung, dass ihr wieder Opfer spielen dürft. Why, nee. Die da dürfen Opfer spielen. So. Gut, ihr seid hier. Ihr seid da. Wir erwarten eure Befehle. Ihr seid hier. Die Kavallerie geht hier hin. Das ist ein bisschen zu krass für euch, ne? Elefant geht hier hin. Und zweiter Elefant geht auch dahin. Und let's go. Schön in den Wald rein. Schön verstecken. Und hoffentlich alle hier rein. Der geht, glaube ich, hier. Ist aber in Ordnung. Dann noch muss ich warten. Ja, der fokussiert leider wirklich die, was ziemlich schlecht ist für mich. So, dieser da geht hier hin. Ja, ich greife mal gleich an. Männer wanken. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Jetzt, warum? Das ist so unlogisch. Das sind nur Speerkämpfer. Der wurde nicht. Das ist. Ach Gott. Ja, warum? Das ist so unlogisch, dass der jetzt routet. Okay, hey. Ich schaff's auch so. Lass mir auch nicht helfen. Warum? Meine Güte. Das sind nur einmal. Ziemlich anfällige Elefanten. Oh Mann. So, Elefant weiter. Elefanten
Okay. Ja, jetzt sind die in der Falle, ne? Und können nicht mehr raus. Das ist ganz gut. Die stehen einfach nur rum und lassen sich abschießen. Ach, wie ich das liebe. So, ihr seid mal weg. Sonst macht ihr mir selbst nur Aua. So, einfach durch und hier rein. Einfach ignorieren und rein da. Oh, die haben wir so. Ja, stimmt. Das ist ja der feindliche General. Ja. So, könnt ihr jetzt mal schlau sein und weitergehen? Danke. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Hierhin. Der feindliche General ist tot. Der hat aber meinen Piken ziemlich ja, geschadet, sag ich mal. Aber ja, so ein Piken-General, der ist halt auch krass. Der ist halt auch heftig. Okay, vier, fünf. Habe ich verloren, der hat 1000 gekillt. Das ist schon mal ganz gut. Wo war das jetzt? Ah, da, genau, Palmyra, genau. Stimmt, ich hatte... ja, stimmt. Gut, 800. Ja. Jetzt kommt der nächste. Genau, der da kommt. Oder war der schon dran? Sehr schön. Umsturz. Garnison. Bankrott. Warum schon wie? Achso. Minus 62. Eieiei. Wieso minus 62? Was ist denn das? So, jetzt kümmere ich mich mal um die. Warte, wieso sollte... Was? So viel sterben bei mir? Nee. Never ever. Okay, das mache ich jetzt auch noch schnell. Ach, der kommt raus. Dann noch einfacher. Ich warte nicht mehr. Gut, dann ist es halt trocken und das heißt, der wird meine Elefanten gegen mich verwenden. Na, wie ist er aufgebaut? Ja, relativ straight. Baue ich auf meiner linken die. Die da kommen hier hin. Gegen seinen General. Die da kommen hier hin. Ah, die kommen auch noch mit. Okay. Ich könnte ja auch einfach alle nehmen, ne? Das verstehen wir! Wir erwarten eure Befehle! Vorwärts! Breiter! So, gut. Stammeskrieger. Ich muss da versuchen, schnell in seinen Rücken zu kommen.
Beziehungsweise also schnell in seinen Rücken und schnell schnell Pressure, ja, Drucke von vorne aufzubauen, damit die Fernkämpfer schnell nach hinten gehen. Und dann müssen meine bereit sein, um da schon, ja, um da schon zu sein. Okay, die sind hier. Ich erwarte eure Befehle. Die sind da. Okay. Erstmal alle umgeschubst. Bam, 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 bam. Hier kommen wir. Okay. Hier kommen wir, hier kommen die, okay. So, ich versuche mal hier einfach durchzurauschen. Hier, Dalli Dalli, hier Dalli Dalli, hier Dalli Dalli. So, okay, weiter rein. Die ballern dann auch einfach hier rein. Ja, gehen mal einfach mal hier durch. Die kommen hier hin, die kommen da hin. Unser General wird angegriffen. Okay, die machen hier das. Die versuchen mal weiterzukommen. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, dahin, hier rein, dahin, sehr gut. Dahin. Wo bist du? Und du bist ja immer noch gefangen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Okay. Warte, jetzt aufhören. So, du kümmerst, also du routest gerade, das ist unschön. So, sehr schön. Okay, das war's jetzt, glaube ich. Okay. Noch kurz die da. Nicht schießen, meine Güte. Nicht schießen. Das sind Elefanten, Mann. Okay, die schießen trotzdem. Gut, 17 Verluste. Und 11 hat er getötet. Ja, nö. Das war in Ordnung, würde ich sagen. Aber ja, das... Dementsprechend wusste ich nicht, wie er wirklich diese krassen Verluste rechtfertigen wollte. Ey, dieser Arsch, ne? Alter, wie? Minus 1400, warum? Okay, der plündert, der plündert. Der plündert und der plündert. Und der plündert. Fickt euch alle. Okay.
Gut, also. Hier hatte ich das da und das da. Okay, jetzt plündern alle. Das ist natürlich nicht sehr schön. Nicht sehr freundlich und gar nicht okay. Und das ist jetzt blöd, dass Tyros jetzt auch fallen wird. Ja, wobei. Da habe ich, glaube ich, ganz gute Karten. Okay. Du da. Du kümmerst dich jetzt mal um den da. Es ist so schade. Ja, wobei, warte mal. Der ist jetzt Rang 5, hä? Ja, egal. Tja, dann versklave ich euch. Ihr seid so Idioten. Solche Idioten. Okay. Hier, Nahkampf für der Einheitsmoral bei Rekrutierung. Mhm. Nee, da, das ist nicht bei Begleitarmee, nee. Stand durch Abenteuer. Ja, dann mache ich Hoplit. Wir haben zwar. Wir haben zwar Kavallerie, aber die sind alle eigentlich mit Speeren unterwegs, also das passt schon. Okay, jetzt haben wir minus 80 nur noch. Also die beiden haben, Alter, die beiden zusammen haben mehr geplündert als die drei hier. Wunderbar, okay. Das heißt, hier müsste ich eigentlich auch noch einen rekrutieren. Minus Unterhalt, oh, das ist gut. Gut. Und sicher wird der niemals das schaffen. Aber der wächst ja noch. Aber dennoch. Jetzt habe ich halt minus 9, also 200, also 300. Warte mal, kann ich hier irgendwas machen? Unterhalt. Anheuerskosten für Söldner weniger. Und halt für Landeinheiten minus 4%. Und hier ist Nahkampfangriff für alle Einheiten, Moral und Rekrutierungskosten weniger. Hier ist Angriffsmoral, Bewegungsreichweite, Angriffsbonus für Streitwagen, Lagererfolgschaft. Na. Ist zwar noch nicht ganz wieder gut, aber. Oh. Warte mal. Nein! Warum ich gerade so harter ist, einerseits sind es schon 35 Minuten, andererseits, habe ich kein wirkliches Geld mehr für diesen hier und hier oben. Und wenn die jetzt letztes Mal hatte ich doch so viel Geld. Also ich glaube, eine Runde können die noch gelassen werden. Sonst kommen da Elendsviertel rein und dann bin ich wirklich am Arsch. Okay. Dann mache ich mal lieber hier.
Dann mache ich ja trotzdem hier das da, weil das da oben wird eventuell wieder eingenommen, was ich hoffe. Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut. Bye, bye.